Ja, ich habe am Neujahrstag direkt um 0:50 Uhr ein Video hochgeladen für meinen YouTube-Kanal. Frohes neues Jahr an euch alle. Ja, diesmal bin ich sogar mega pünktlich, ausnahmsweise mal. Wo ich meine Pläne und so für das neue Jahr, meine Wünsche geäußert habe. Und ja, unter anderem habe ich da auch gesagt, dass ich mir erhoffe, dass keine neuen Szenen, in denen Love-Live-Synchronsprecherinnen Jacken ausziehen, jetzt in diesem Jahr auftauchen. Und ich hoffe, dass dieses Jahr nicht noch eine neue Szene mit Love-Live-Synchronsprecherinnen kommt, die Jacken ausziehen. Da habe ich schon im Hinterkopf die Befürchtung gehabt, dass es so sein wird. Gestern Abend lag ich mal wieder im Bett und habe durch YouTube gescrollt und habe mir Videos angeguckt, und dann bin ich auf ein Try Not to Love Video über die Love-Live-Synchronsprecherinnen von Muse und Aquas gestoßen, und das habe ich mir dann angeguckt. Das war einfach nur. Sowas kann man nicht vergessen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der schrecklichen Jackenshow, das erste Video im Jahr 2021. Ich möchte heulen. Ich habe gestern mal wieder abends, lag ich im Bett und habe ein bisschen so durch YouTube gescrollt und bin dann auf ein Video gestoßen, Try Not to Love, mit Clips von den Love-Live-Synchronsprecherinnen und ja, das war wieder mal etwas, das ich nicht hätte machen sollen. Vor allem nicht direkt am Anfang des Jahres. Fangen wir doch mal an, was es in diesem Video alles zu sehen gab. In dem Video waren halt viele, 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 das ganze Video geht 45 Minuten. Also waren ganz, 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 ganz viele Clips und Videos von Love-Live-Synchronsprecherinnen aus Muse und Aquas mit lustigen Szenen von denen. Die sind tatsächlich wirklich lustig an einigen Stellen. Das kann man nicht bestreiten. Und ja, wir haben über die Muse-Haijus hier in Form der schrecklichen Jackenshow eigentlich fast noch gar nicht, wenn nicht sogar überhaupt nicht gesprochen. Also wird es ja höchste Zeit, dass wir das mal tun, oder? 本日のお客様を紹介しましょう。Kein Wunder, dass dieser Korken, den man aus einer Flasche schießen möchte, dann auf einmal wild durch die Gegend fliegt, wenn man die so hält. Hätte ja auch keiner mit rechnen können. Ja, und die Synchronsprecherin von Haneo hat das Ding am Kopf getroffen. Ja, das ist auch einfach eines der besten. Also. Scheiße.
Dieses Gesicht dahinter. Dieses Gesicht, das. Ich glaube, das muss aufs Thumbnail. Das ist ja schon wieder. Scheiße! Ah, warum muss das so bitte? Oh, das ist genau mein Humor, ey. Scheiße! Also ich bin ja echt erstaunt, was Emitsun da für eine Kraft hat. Sie hat es einfach geschafft, diese beiden Pappaufsteller umzuschießen mit ihrer Energie, die dann durch diesen Lauf gegen die Wand freigesetzt hat. Boah, geil. Das ist eine Kraft, die will ich auch. Die will ich auch, diese Kraft. Das ist meine Superheldenkraft. Die hatte auch noch keiner gehabt. Weiß ich, warum Marvel das noch nicht als Idee genommen hat. Das ist doch mal eine Kraft, die man als Vorbild nehmen kann. Ja, und nun zu der Szene, weshalb wir uns alle hier versammelt haben. Emitsun, die Synchronsprecherin von Honoka, zieht ihre Trainingsjacke vor laufender Kamera aus und es wird wieder mal ein mega Wirbel und Wind und Aufstand darüber gemacht. Viel zu viel Aufstand, weil das macht das Ganze nicht wirklich viel erträglicher und dass die Synchronsprecherin von Rin das dann auch so versucht zu verdecken. Das erinnert mich mal wieder an eine bestimmte Szene aus Eromanga Sensei, unserem Lieblingsanime. Und dann, oh, er ist ja nur ein Schwimmanzug, was hast du denn gedacht? Der sollte darunter nackt sein oder was? Als ob die da jetzt nackt drunter. Ganz ehrlich, packen wir uns mal einen vernünftigen Menschenverstand. Das hätte die doch niemals gemacht. Das wär doch niemals so passiert. Warum wird da so eine Erwartung aufgehoben, wo es doch, wenn man mal ganz vernünftig nachdenkt, dass es logisch ist, dass das nicht passieren wird. Wenn die das schon machen, wenn die das doch schon machen und auf Video, Kamera, Broadcast, was auch immer zeigen wollen, dann mach doch nicht so einen Wirbel da drum. Aber was beschwere ich mich eigentlich darüber? Ich mache jetzt ja auch wieder ein Video darüber und reg mich darüber auf und schenke dem Aufmerksamkeit. Und was mich da so aufregt ist, ich habe noch am Neujahrstag gesagt, hoffentlich kommt dieses Jahr kein neues Video, wo die Bauchlöse Grundböse den Lacken ausziehen. Und dann finde ich jetzt, 3 Tage später, diesen Clip. Ich habe das auch noch vorausgesagt. Ich habe es auch noch vorausgesagt. Ich meine, es ist doch nicht mal mehr das erste Mal, dass ich irgendetwas vorausgesagt habe. Ich hatte auch damals meinem Freund in der Schule, haben wir uns auch immer aus Spaß irgendwie gesagt, stell mal vor, jetzt guckt so eine Lehrerin aus dem Fenster, während wir jetzt hier so Scheiße bauen. Was passiert 5 Minuten später? Richtig, die Lehrerin guckt aus dem Fenster, während wir irgendeine Scheiße bauen. Und jetzt das auch schon wieder. Übrigens, die Szene mit Sagiri, mit dem Reißverschlussklemmen. Ich hatte auch damals immer gesagt, stell dir mal vor, jetzt kommt da so eine Szene und dann klemmt der Reißverschluss. Wir haben uns immer darüber lustig gemacht. Und dann kommt Eromanga Sensei und setzt das in die Tat um. Wir hatten jetzt 2018 eine, 2019 zwei, 2020 eine und jetzt 2021 auch. Nach 3 Tagen schon die erste Szene. Das Jahr ist 3 Tage erst alt. Und die Szene ist jetzt nichts Aktuelles. Die Szene ist, glaube ich, 2015 vielleicht oder so, 2014. Das heißt, die Gefahr, dass jetzt 2020 eine neue Szene noch dazukommt, eine aktuelle neue Szene, ist ja noch nicht gebannt dadurch. Ich darf sowas in Zukunft einfach nicht mehr sagen.
was ist das denn wieder für ein Zufall? Das ist auch wieder so ein Beispiel, wo ich wieder sage, die haben mir irgendwelche Kameras oben in meinem Zimmer installiert und beobachten mich. Das kann doch einfach alles kein Zufall sein. Das kann doch alles kein Zufall sein. Das könnt ihr mir nicht erklären. In was für einer Welt befinde ich mich denn, dass sowas immer und immer und immer und immer und immer wieder passiert? 2021 hat man wieder einen super Start hingelegt. Das ist doch mal wieder ein geiler Start in das Jahr. Da habe ich ja richtig Bock drauf und freue mich schon, was mit Love Life Superstar dieses Jahr noch passiert. Ne? Liu, die neue Synchronsprecherin und ach, das wird ja mal wieder ein super Jahr, ganz bestimmt. Schreibt mal eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Habt ihr das vielleicht auch manchmal, dass ihr irgendetwas aus Spaß einfach mal so sagt, stellt ihr mal vor, bla bla bla, und das ist dann wirklich passiert? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Schreibt da mal eure Erfahrungen und Erlebnisse mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob ich da der Einzige bin oder ob das etwas ist, was auch anderen passiert. Und ja, schreibt auch mal eure Meinung zu den ganzen Szenen, die ich jetzt mal hier gezeigt habe, in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, liken, abonnieren. Ciao. Jetzt, ich will jetzt die Rohaufnahme nicht so lang haben. Boah, ey.